Hallo bei astroshop.de. Mein Name ist Markus Schenk. Viele Teleskope besitzen eine parallaktische Montierung. Man kann damit ein Himmelsobjekt verfolgen und im Gesichtsfeld halten. Wie man diese parallaktische Montierung für die visuelle Beobachtung aufbaut, das zeigen wir Ihnen jetzt. Jede parallaktische Montierung hat zwei Achsen. Jede Achse kann für sich geöffnet, frei bewegt und wieder arretiert werden. Hat man dann ein Objekt eingestellt, kann man es durch die Feinbewegung exakt verfolgen und im Gesichtsfeld halten. Der nächste Schritt ist die Einstellung der Polhöhe bzw. die Einstellung der geografischen Breite Ihres Beobachtungsortes. Dazu müssen wir erstmal die Montierung entlasten und nehmen den Tubus von der Montierung runter sowie die Gegengewichte von der Gegengewichtsstange. Damit haben wir die Grundlage, die geografische Breite nun einzustellen. Sie haben im unteren Bereich der Montierung haben Sie eine Skala, die für die geografische Breite steht. Finden Sie erstmal im Internet heraus, welche geografische Breite Sie an Ihrem Beobachtungsort haben. Für Süddeutschland ist das zum Beispiel 48 Grad. So, und nun können Sie mit diesen beiden Polhöhenschrauben können Sie die exakte geografische Breite einstellen. Achten Sie darauf, wenn Sie die eine Schraube anziehen, dass Sie gleichzeitig die andere lösen, sonst könnte das zum Verbiegen der Schrauben führen. Wenn Sie das beachten, ist es relativ schnell erledigt und wir haben den groben Winkel dann schon mal eingestellt. Als nächstes folgt die Austarierung der parallaktischen Montierung. Dazu haben wir wieder die Gegengewichte und auch den Tubus montiert und die Montierung mit den Gegengewichten nach Norden ausgerichtet. Vor dem Beobachten ist es wichtig, die Montierung auszutarieren. Keine Achse darf in einer bestimmten Richtung überlastet sein. Bei geöffneter Achse muss das Teleskop in jeder Position halten, ohne zu einer bestimmten Richtung abzudriften. Wir öffnen dazu die Rektaszensionsachse, stabilisieren die Achse mit den Händen, bewegen sie etwa um 90 Grad und testen, ob das Teleskop zu einer bestimmten Richtung abdriftet. Das ist momentan der Fall in Tubusrichtung. Wenn wir das also ein bisschen nachgeben, dann kippt der optische Tubus und wir müssen die Gegengewichte öffnen und etwas nach unten schieben. Machen wir das zu weit, tendiert das Teleskop wieder genau in die entgegengesetzte Richtung. Wir müssen also die exakte Position finden. Nun ist das Teleskop austariert in der Rektaszensionsachse und bei geöffneter Achse hält das Teleskop in jeder Position die Waage. Ähnlich verfahren Sie mit der Deklinationsachse. Öffnen Sie die Achse und testen Sie wieder vorsichtig, ob der Tubus in eine bestimmte Richtung driftet. Das ist zum Beispiel jetzt der Fall. Er driftet nach vorne, er ist kopflastig. Sie bewegen den Tubus wieder zurück, öffnen die Fixierschraube der Prismenschiene und bewegen den Tubus etwas nach unten, fixieren die Schraube wieder und testen erneut, ob er nun besser austariert ist. Das ist jetzt der Fall. Bei geöffneter Achse bewegt sich der Tubus weder nach vorne noch nach hinten. Falls Sie keine Prismenschiene an Ihrem Teleskop haben, können Sie den Tubus auch innerhalb der Rohrschellen verschieben. Dazu öffnen Sie die Schrauben der Rohrschellen, aber nur so weit, dass der Tubus nicht rausfallen kann.
Wir haben das Teleskop jetzt grob ausgerichtet. Jetzt erfolgt die Feinausrichtung auf den Polarstern. Dazu muss diese Achse exakt auf den Polarstern ausgerichtet werden. Blicken Sie dazu zunächst durch das Sucherfernrohr und visieren Sie den Polarstern an. Der Polarstern sollte schon innerhalb des Gesichtsfeldes zu sehen sein. Falls das nicht so ist, müssen Sie an den Polhöhen schrauben oder an den Azimutschrauben drehen und den Polarstern in die Gesichtsfeldmitte einstellen. Falls Ihr Teleskop über ein Polsucherfernrohr verfügt, müssen Sie nicht durch das Sucherfernrohr schauen, sondern können auch gleich das Polsucherfernrohr benutzen. Nun ist das Teleskop auf den Polarstern ausgerichtet und Sie können damit beginnen, ein beliebiges Himmelsobjekt mit dem Teleskop einzustellen. Dazu öffnen Sie am besten beide Achsen, damit beide Achsen frei beweglich sind. Und Sie bewegen gleichzeitig den Tubus um beide Achsen und visieren das Himmelsobjekt an. Wenn Sie das Objekt im Sucherfernrohr gefunden haben, arretieren Sie einfach die Achsen und dann können Sie mit der Feinbewegung der Rektaszension dem Objekt einfach folgen.